Hallo und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch geeignete Äste, Blätter und Gräser für Wellensittiche. Als allererstes kommen wir auch schon zum Haselnuss. Dieser Ast eignet sich am allerbesten für Wellensittiche. Ihn erkennt ihr vor allem durch die kleinen weißlichen Punkte auf dem Holz. Auch die Blätter könnt ihr problemlos euren Wellensittichen anbieten. Dann kommen wir zur Korkenzieherhaselnuss. Das eignet sich auch sehr gut für Wellensittiche, vor allem mögen sie es sehr gerne, da es so ein bisschen verdreht ist. Auch Buche könnt ihr problemlos anbieten. Für uns Menschen ist Buche auch nicht giftig und für die kleinen Wellensittiche auch nicht. Rechts seht ihr das Blatt und links den Ast. Jetzt kommen wir zum Apfelbaum. Dieser eignet sich auch sehr gut. Die Äste mögen die Wellensittiche auch sehr gern, dass sie gut beknabbern können. Die Frucht, den Apfel können sie auch essen, also sie sind ganz unbedenklich. Auch Kirschbäume eignen sich gut und ihr könnt sie euren Wellensittichen problemlos anbieten. Generell sind alle Obstbäume ungiftig und gut geeignet. Auch Birkenäste und Blätter können problemlos angeboten werden. Auch Äste und Blätter von der Esche könnt ihr anbieten, allerdings vielleicht nicht ganz so oft wie zum Beispiel Haselnuss. Auch die Linde sowie auch der Ahorn sind ungiftig für Wellensittiche und können angeboten werden. Den Ahorn erkennt ihr vor allem gut an den Blättern. Auch der Bambus ist sehr gut geeignet. Allerdings, wenn ihr den im Käfig habt, solltet ihr auf jeden Fall noch andere Äste haben, da er sehr glatt ist. Lianen sind da zum Beispiel sehr gut geeignet, da diese oft verschlungen sind, überhaupt nicht glatt und ebenmäßig sind und sehr gut für die Füße der Wellensittiche sind. Außerdem bieten sie ihnen viel Beschäftigung. Auch die Weinreben sind dafür hervorragend geeignet, da sie genau wie die Lianen auch sehr verzweigt sind, ungleich sind und die Wellensittiche können sie super zerstören und dran rumnagen. Und auch der Kork ist sehr uneben und bietet den Wellensittichen super viel Beschäftigungsmöglichkeiten. Kork kann man in ganz vielen verschiedenen Formen anbringen, als Ast, Röhre, Sitzbrett und so weiter. Wenn ihr in eurem Vogelzimmer oder Freiflugbereich zum Beispiel auch eine Pflanze haben wollt, eignet sich die Dattelpalme sehr gut. Jetzt kommen wir zu geeigneten Pflanzen und Gräsern, die ihr draußen in der Natur finden könnt. Und zwar kommen wir als allererstes zum Löwenzahn. Hier eignen sich vor allem die Blätter sehr gut für die Wellensittiche. Gänseblümchen sind nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Wellensittiche ungiftig und können gefressen oder zerstört werden. Ihr könnt also die Blüte und auch den Stiel problemlos in den Käfig hängen. Jetzt kommen wir zum Hahnenfuß. Dieser ist auch ungiftig und eignet sich sehr gut. Den könnt ihr eigentlich auf jeder Wiese finden, vor allem erkennt ihr ihn an den gelben Blüten. Auch die Kamille kennt eigentlich jeder und sie sieht einfach aus wie ein sehr großes Gänseblümchen. Also kann auch die Kamille angeboten werden. Jetzt kommen wir zum Wiesenschaumkraut. Die Farbe der Blüten ist hellrosa bis leicht lila. Auch dieses ist auf den meisten Naturwiesen zu finden. Auch der Weißklee ist auf fast allen Wiesen zu finden und auch er ist gut geeignet. Jetzt nenne ich euch noch ein paar geeignete Gräser. Da haben wir zum einen das Rispengras. Das findet ihr auch auf jeder naturbelassenen Wiese. Und auch das Knaulgras, das ist wahrscheinlich das bekannteste, ist sehr gut für die Wellensittiche geeignet. Man erkennt es vor allem gut an der speziellen Form, wie ihr hier auf den Bildern sehen könnt. Auch die Vogelmiere eignet sich sehr gut. Sie ist sogar ein Unkraut, aber wie auch schon der Name sagt, Vogelmiere, sie ist für alle Vögel geeignet und wird auch von allen sehr gerne gefressen. Und sogar Brennnesseln könnt ihr euren Wellensittichen anbieten. Ich biete meinen immer nur getrocknete Brennnessel an, aber ihr könnt ihr einfach mal ausprobieren, was sie mögen.
Zu ein paar frischen oder getrockneten Gräsern könnt ihr natürlich auch noch Getreide, wie zum Beispiel Hafer, anbieten. Davon aber nicht zu viel und auch nicht zu häufig. Und auch das ganz normale kurze Gras kann von den Wellensittichen gefressen werden. Wie man sieht, beknabbern und fressen meine Wellensittiche sehr gerne das normale Gras. Natürlich bekommen sie auch normale Zweige oder Blätter angeboten. Generell würde ich euch empfehlen, immer etwas anderes anzubieten. So macht es den Wellensittichen mehr Spaß. Sie haben immer was Neues zum Erkunden und haben mehr Abwechslung. Als letztes würde ich euch noch empfehlen, die Gräser oder Äste nicht direkt am Straßenrand oder in der Nähe von Fabriken zu sammeln. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.